Hallo Leute, grüß euch zu Gokus Live Nummer 4. Wie ihr schon gesehen habt, habt ihr die Anreise ins neue Gym gesehen, wo ich die letzte Woche verbracht habe, im legendären Sankti Neu Gym. Was ich sagen muss, ist, ich habe mich gleich von Anfang an sofort verliebt in das Gym. Es ist wirklich oldschool, es hat einen richtig geilen Spirit, das Gym. Ich habe die ersten 4 Tage nichts gefilmt, nur die letzten 3 Tage mal Zeit genommen zum Filmen, habe wirklich den Fokus nur aufs Trainieren gesetzt. Und wie so ein normaler Tag ausgeschaut hat, das zeige ich jetzt. Um 7 Uhr hat es dann 10 bis 12 Kilometer laufen. In meinem Fall, weil meine Hüften schon seit 2 Jahren um und um spinnt, für mich 1 Stunde Seilspringen. An alle Jungs von mir, die was mein Springseil kennen, es gibt nur solche da. Also könnt ihr euch vorstellen, wie es dann nach einer Stunde ungefähr geht. Anschließend 2 Stunden lang Sandsacktraining bzw. Pads mit den jeweiligen Trainern. Anschließend nach dem Training hat uns die Gymmama Puck immer Frühstück gemacht und danach komplett exhausted zurück ins Zimmer. Meistens dann immer gleich sofort eingeschlafen. Mein Wecker hat dann immer um 15.30 Uhr geläutet und danach hat es dann das Nachmittag- bzw. Abendtraining gegeben. Und wenn wir schon wieder alle fest am Essen waren, hat es einen gegeben, der was weiter trainiert hat, und zwar der Kong.
Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Menschen so hart trainieren gesehen. Der ist zwischen 10 und 14 Stunden jeden Tag auf der Matte gestanden und hat trainiert wie ein Irrer. So hat ein ganz normaler Trainingstag für mich ausgeschaut, 6 Tage die Woche. Am Sonntag haben wir frei gehabt. Da waren wir in einem Shopping-Mall, haben sie von Standl zu Standl durchgefressen. Was sau cool war, einmal waren wir beim Tempel, da hat sich der Simon sein neues gestochenes Tattoo segnen lassen. So selbstverständlich ist es dort gar nicht, dass man als Ausländer von so einem Mönch gesegnet wird. สุขภาพแข็งแรงนะสตรองสตรอง Be healthy, like we wish you like be healthy, be wealthy and like you know God can like going to your goal and success. Oh no! Bin ich wieder ein paar Tage in Bangkok, wir Bangkok noch ein bisschen erkunden und trainieren gehen und... Okay, Bro. Ja. Ja. Woo! Woo! Ui! Ui!